Hoppala. Jetzt in dem letzten Teil von Montreal in dem Ligarennen, was ich zeigen kann, denn das Rennen geht ja nicht mehr lange. Und Haus kommt immer näher. Ich habe die Folge, falls ihr das seht, ja, seht ihr, ein bisschen kürzer geschnitten, weil am Ende erzähle ich dann gleich nochmal. Also, oder erzähle ich gleich. Am Ende fliege ich dann ra oder suchen wir uns eine neue Lobby und da, ja, passiert eigentlich nicht mehr viel, weil da wird eigentlich nur gequatscht oder wird halt gequatscht, was ihr ja nicht mal hört. Von daher habe ich das dann rausgeschnitten. Also, naja. Deswegen seht ihr jetzt bloß noch 16 Minuten und zum Fahren glaube ich bloß noch 10 Minuten. Oder 15, irgendwie sowas. Naja. Jetzt ist Haus ganz dicht dran. Jetzt hat er DRS und ich habe schon echt Schiss gehabt. Hier so, oh scheiße, jetzt kann er gleich vorbeiziehen, weil ich wollte eigentlich gar nicht so vorbeiziehen. Ich wusste auch nicht, was er für Reifen hatte zu dem Zeitpunkt. Dann kommt immer näher und immer näher und immer näher und immer näher. Ich nehme den Körper ganz schlecht. Gut. Er ist immer noch da. Dreier steht immer noch da. Und Haus klebt mir immer noch am Nacken. Ich gebe hier gerade alles bis zum letzten bitteren Ende, dass es alles so funktioniert. Haus ist natürlich auf Weich deutlich schneller. Jetzt ist er innen. Sehr nah dran. Warner fährt die schnellste Runde. Ist ja klar, mit frischen neuen Reifen. Er ist gleich wieder reingefahren, hat sich nochmal neue Reifen geholt. Haus hängt immer noch am Arsch und ich prügel die Karre mit den harten Reifen. Das ist abnormal. Genau. Und da wird es echt gleich eng nochmal. Schauen wir mal. Wo ist er im Spiegel? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, doch relativ weit zurück. Okay. Ich setze an. Man sieht im Hintergrund, oh, da hat er seinen Fehler gemacht und ist fast weggedreht. Und da ist er, ist, ja, sein ganzer aufgeholter Rückstand wieder dahin. Weit zurückgefallen wieder. Und jetzt fahre ich wieder ein bisschen klein wenig entspannt, aber natürlich gebe ich natürlich noch Vollgas. Da gibt es keinen Reifenschonen, keinen gar nichts schonen, nichts schonen hier. Bin ich in der echten Formel 1, dass ich hier mal mit Eierschaukeln fahre. Gibt's nicht. Entweder voll oder gar nicht. Weil sowas wie in der echten Form meint, hey, du musst Sprit sparen, nimm mal 2 Sekunden Abstand. Nee, vergiss es. Nicht bei mir. Da ist Warner rausgeflogen. Ja. Bisschen blöd, aber gut. Da geht's gleich nämlich weiter. Warner ist schon mal rausgeflogen. Haus hat seinen Flügel ein bisschen angeknackst bei der Kollision mit der Wand. Wall of Champions war das dann, glaube ich, sogar. Oh, sehr, sehr hart drüber. Alter Finne. Ja, und wie gesagt, es gab dann in der Lobby halt Diskussionen, sollen wir weiterfahren, sollen wir nicht weiterfahren und da gab es viele, viele Diskussionen im Nachhinein. Sollen wir weiterfahren? Also als erstes in der Lobby natürlich gleich. Sollen wir weiterfahren? Sollen wir nicht fahren? Sollen wir neu starten? Sollen wir abbrechen? Halbe Punkte werden lassen? Volle Punkte? Wie machen wir das alles? Was ist jetzt der beste Punkt? Und weil anfangs gab es auch dann in der neuen Lobby die Diskussion, dass Warner ja eigentlich gar nicht mitfahren darf, weil er ja schon von früher rausgeflogen ist, sondern nur die anderen, die rausgeflogen sind zu dem Zeitpunkt. Das werdet ihr gleich sehen, wer rausfliegt. Und da gab es dann so viele Diskussionen, ja, können wir das machen, können wir das nicht machen. Und naja, es hätte gar nicht abgebrochen werden müssen, das Rennen. Deswegen hat man sich dann doch für volle Punkte entschieden, weil es hätte gar nicht abgebrochen werden müssen, das Rennen. Wir hätten neue Lobby aufmachen können und gleich wieder starten können, da hätten wir gar keine Diskussionen gebraucht, hätte alles funktioniert eigentlich. Und wir haben uns da dann im Endeffekt an die echte Formel 1 orientiert, die da sagt,
Der Player steht immer noch da. Der Player 3er hat sich immer noch daran orientiert und wo nämlich auch drin steht, wenn das Rennen nicht mehr neu gestartet werden kann, wird geschaut, ob 75% erreicht sind oder nicht und dann gibt es halbe Punkte. Bei uns war es aber nicht der Fall. Also bei uns hätte man neu starten können. Deswegen hat man dann einfach, um die Diskussionen abzukürzen und auch vom Eintragen her ist es deutlich einfacher, weil ich kenne das ja noch als ehemaliger Admin, ich habe das ja auch mal eingetragen dann. Es ist deutlich einfacher, wenn man das dann auf die Art und Weise regelt. Von daher hat man das jetzt dann im Endeffekt so geregelt, dass es volle Punkte gibt und ja. Also der Haus kommt nämlich wieder näher, oder? Ja, 4 Sekunden noch. Warte, 6? Ich kann es gar nicht erkennen. Und wie schon in der letzten Folge gesagt, das war natürlich dann der Punkt, an dem es bei mir, hoppala, das Fass übergelaufen ist. Wo ich dann echt nicht gerade happy drüber war. Ich war auch derjenige, der da echt genervt war eigentlich. Obwohl ich gewonnen hatte, war ich dann eigentlich doch genervt über diese ganze Situation. Auch als es dann hieß, okay, wir haben abgebrochen. Ich war nicht happy drüber, also absolut nicht. Ich bin auch immer noch zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich es danach synchronisiere, immer noch nicht gerade happy darüber, über die ganze Entscheidung und alles, aber gut, ich kann nichts machen. So ist das halt. Noch sind alle da, gleich nicht mehr. Gleich gehen halt einige flöten. Sekunden, ja, das ist doch gut. Jetzt fahren wir in die 36. Runde ein und der 3er steht immer noch da. Das ist echt ein genialer Bug. Das hatte ich schon mal in Silverstone. Da ist der Epos quer gestanden in der Box. Links, erster Sektor, Abstand ist noch komfortabel. Im Endeffekt wurde, glaube ich, Runde 35 offiziell gewertet. Ey, das war aber wieder ganz schön knapp. Offiziell wurde Runde 35 gewertet, aber man sieht, man hätte auch Runde 36 zählen können. Jetzt weiß ich gar nicht, was man hätte noch zählen können dann danach. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht mehr, wann die genau rausgeflogen sind, die Leute. Ich drehe ganz gemütlich weiter meine Runden. Noch sind alle da. Noch ist alles happy, alles gut, alles fein, alles schick. Jetzt ist der Moment, dass alle rausgeflogen sind. Also Anthony, Dreier, Hunter, alle rausgeflogen. Und jetzt ging die Diskussion los. Sollen wir neu starten? Sollen wir nicht neu starten? Und was machen wir jetzt? Weil Player war ja dafür verantwortlich als Lobbychef. Und er war damit anscheinend doch ein klein wenig überfordert in der Situation. Und ja, ich fahre natürlich weiter, weil ich bin der Meinung gewesen, ganz ehrlich, sind rausgeflogen, haben sie Pech gehabt. Dann
ist es halt einfach so. Weil wir es bisher eigentlich immer so gemacht hatten. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass die Regeln so weiter gelten. Also bin ich einfach weitergefahren. Man hätte also Runde 36 am Ende ruhig werten können. Und jetzt will ich eigentlich meine Kerze hier loswerden, aber ich krieg's ja nicht los. Kerze aus. Jetzt komm, geh ab. Gib auf, Kerze. Mann. Die Kerze gibt nicht auf. Nein. Gut, dann machen wir es halt so, dass wir beide wegschmeißen im Endeffekt. Wo die andere eigentlich noch gut ist. Die kriege ich aber nicht raus. Ach doch, die kriege ich raus. Ja, wie gesagt, also ich fahre jetzt hier noch weiter bis Runde 41. Das weiß ich noch aus ominösen Gründen, keine Ahnung. XY und Z. Dass ich weiterfahre. Und so ein Zweikampf zwischen Haus und mir kommt es nicht mehr. Ui, ui, ui. Ganzen Kerzenform. Ui, ui, jetzt habe ich ja ganze Kerzenform in der Hand. Ui, ui, ui. Schön von einem Teller. Sogar mit Teller ab. Ist ja mal geil. Unterschiedliche Farben sogar. Weil ich eine weiße und eine schwarze, rote Kerze hatte. Cool. So. Jetzt biegen wir das mal schnell zusammen und zu hier wieder. Fünf Sekunden vorne, ja, genau. Ende dieser Runde in die Boxen. Natürlich wollte ich das natürlich nicht, weil ich nicht wusste, wie geht es weiter. Was wäre es gewesen, wenn entschieden wird, okay, wir starten neu. Lassen weiterfahren. Wenn ich jetzt in die Box gefahren wäre, oder man hätte gesagt, okay, wir lassen jetzt das Rennen so werten. Jetzt ab der Runde. Also, deswegen bin ich halt nicht in die Box gefahren. Weil ich wollte, dass Haus mich überholt. Und deswegen bin ich dann einfach noch draußen geblieben. Noch eine Runde jetzt. Dann gehen die beiden nämlich auch raus und starten eine neue Lobby. So, Player ist dann schon mal weg, glaube ich, ist das Player. Ne, Epos. Ach, Epos disqualifiziert. Stimmt, da war ja was, weil er abgelenkt war vom Quatschen und da wurde er disqualifiziert. So, jetzt ist Player raus. Startet eine neue Lobby. Ich fahre natürlich noch weiter. Haus jagt mich natürlich immer noch weiter mit 5 Sekunden Abstand hinter uns. Jetzt fahren wir nur noch zu zweit und dann kam halt die Argumentation, ja, also es wäre ja langweilig, wenn wir bloß jetzt zu dritt gefahren wären. Muss ich aber auch revidieren, ich bin schon mit Lasenhell auf der Strecke alleine gefahren. 20 Runden. Das kann man sogar noch auf meinem YouTube-Video sehen, das war 2012 irgendwann da. Da sind wir nur noch zu zweit gefahren. Von daher, das war mein letztes Rennen angeblich damals. Von daher, hey, erste Sektor Bestzeit, woo! Und ja, das ist die letzte Runde. Jetzt ist Haus gleich weg. Gleich. Auf der langen Geraden war es, glaube ich, wo er rausgegangen ist dann. Ich bin dann noch ein bisschen weiter gefahren. Also bis zur Start-Ziellinie, weil dann wird er abgebrochen. Es ist nur noch ein Auto da.
So, weg ist er. Damit habe ich das Rennen offiziell gewonnen. Und ja, ich freue mich nicht darüber. Epos ist jetzt auch raus. Jetzt fahre ich über Start und Ziel und das Rennen ist vorbei. Auch offiziell jetzt. So gesehen fast das Endresultat. Ich glaube, das ist sogar das Endresultat. Glaube ich. Wie wir es werten lassen haben. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Also, jetzt trete ich nochmal Player bei. Aber das seht ihr dann schon gar nicht mehr, weil ich komme gar nicht erst in die Lobby rein. Also musste ich mich neu anmelden und dann hat es funktioniert. Und dann gab es bloß noch nach der Aufnahme 5 Minuten lang Lobby-Bildschirm. Von daher, das habe ich dann rausgeschnitten. Das fand ich ein bisschen zu viel für euch. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Nachsynchronisation. Also, ich habe jetzt noch ein paar Reihen zum Synchronisieren, aber gut. Und dann sehen wir uns in Österreich mit der Live-Synchronisation, mit der Elgato. Bis dahin!